Schön, dass du wieder eingeschaltet hast zu einer neuen Folge hier in Minecraft. Heute wollen wir etwas bauen, was nicht jeder mehr kennt, und zwar etwas von New Kids, und zwar deren Kiosk. Ganz gut erkennen, guck mal, da steht schon der grüne Manta vom Laden. Huiuiuiui, vielleicht treffen wir sie sogar, aber wer weiß. Bevor wir sie natürlich treffen können, wollen wir natürlich dieses Liedchen natürlich auch bei uns in die Stadt bringen. Ich finde ich ganz passend, kann man sich an jeder Ecke eigentlich super bauen. Und ich meine halt, so ein Kiosk oder halt so eine Cafeteria kann man eigentlich immer gut gebrauchen. Und daher nehmen wir natürlich gleich unsere Blöcke einmal in die Hand und dann basteln wir drauf los. Für den Start heute holen wir uns erstmal ein bisschen weißen Beton raus. Für unsere Fenster nehmen wir heute türkise Glasscheiben und Blöcke einmal. Dann holen wir uns lederzige Stufen raus. Andesitstufen sind dabei, Eisenblöcke, Steinziegelmauern. Dann holen wir uns noch glatte Steinstufen raus und Eisengitter. Sobald du das denn zur Hand hast, geht's schon los. Jetzt kommen wir erstmal zum Grundriss. Dabei nehmen wir jetzt unseren weißen Beton. Ich habe mir das ja natürlich hier schon einmal schön vormarkiert. Wir fangen erstmal mit dem äußeren Bereich an. Da machen wir jetzt erstmal die Vorderseite und ziehen jetzt hier eine Länge von 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Blöcke einmal lang. Lass dann 2 Blöcke Platz für die vordere Tür. Und dann setzen wir wieder 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 weitere Blöcke hin. Dann gehen wir einmal nach hinten weg und setzen hier noch 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 weitere Blöcke ran. Insgesamt haben wir hier eine Breite von 12 Blöcke. Die Rückseite ist wieder ganz einfach. Hier ziehen wir das einfach wieder so lang, wie wir das auf der Vorderseite sehen. Wunderbar. Dann lasst ihr hier einfach 4 Blöcke Platz und den Rest ziehen wir einfach nach vorne weg. So, jetzt wollen wir schon den Innenbereich uns ein bisschen vorzeichnen. So, gleich jetzt hier setze ich mir 3 Blöcke einmal hin. Ein zur Seite, ein freilassen für die Hintertür und nochmal 2 Blöcke. Ne? So, den inneren Bereich wollen wir später noch ein bisschen dekorieren mäßig. Von daher lassen wir jetzt hier einfach mal 6 Blöcke Platz. Ab dem 7. Block setzen wir hier 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Blöcke hin. Ein freilassen, ein nochmal hin. Dann sind wir wieder an der Wand. So, dann würde ich mal sagen, lassen wir jetzt einfach mal jetzt hier von der Wand aus so um die 4 Blöcke Platz. Dann machen wir uns jetzt hier einfach mal so hin, dass wir hier so einen Zweier-Durchgang haben. Hier hinten können wir das einmal nochmal ein bisschen nach vorne ziehen. Und weil das hier später unser Kühlraum wird und wir hier vorne noch ein bisschen was an der Wand verändern, machen wir jetzt hier eine Doppelwand einmal rein. Einfach mal ein bisschen dicker machen. Jetzt haben wir dann schon mal den Grundriss von unserem Laden. Jetzt wollen wir das Ganze auch noch hochziehen. Das Ganze hat ein Maß von 5 Blöcke, das heißt 4 Blöcke setzen wir hier noch auf. Beim Hochziehen der Wände können wir noch eine Sache ein bisschen beachten, und zwar hier im Innenbereich, wo ja, sag ich mal, denn hier natürlich auch, sag ich mal, die Kasse und alles hinkommt, könnt ihr diese Wand, sag ich mal, nicht wirklich als Wand sehen, sondern hier wird das später der Kassenbereich sein. Da würde ich nur mal sagen, dass wir hier so einen Stützpfeiler uns bauen, und zwar auf der Seite, wo wir es natürlich hier noch ein bisschen offen haben. Den Rest lasst ihr einfach auf eine Blockreihe. Ihr könnt euch auch gerne das ein bisschen höher ziehen, wenn ihr wollt, nur euch das noch ein bisschen anpassen. So, andernfalls wollen wir jetzt hier noch ein paar weitere Träger reinbauen. Und zwar machen wir das erstmal bei den ganzen Durchgängen. Ich lasse meine Durchgänge immer auf eine Höhe von so 3 Blöcke. Das mache ich überall hier einmal so ein bisschen, auch auf der Vorderseite so 3 Blöcke unten Platz lassen. Hier die letzten 2 Blöcke eben können wir hinmachen, genauso hier. So, dann machen wir oben noch ein paar Stützpfeiler rein, und zwar setze ich mir jetzt einmal hier bei unserem Tresenbereich einfach einen hier oben einmal lang und nochmal auf der Rückseite setze ich mir auch noch einen weiteren Träger einmal oben hin. Das ist noch nicht alles, und zwar jetzt noch auf der Rückseite hier, wo wir ja, sag ich mal, den Hinterausgang haben, können wir auf der 5. Ebene hier auch nochmal eine weitere Blockreihe hier komplett einmal lang ziehen. Wenn wir das soweit haben, gehen wir jetzt auf die Vorderseite. Hier machen wir jetzt gleich schon mal ein Fenster rein. Wir fangen an der Seite einfach mal an. Und zwar haben die Fenster mal Maß von 2x3. Und auf der Vorderseite schaffen wir insgesamt 4 Stück, uns hier einmal hinzuzeichnen. So, 2 auf der Seite, dann kommt die Tür. Und dann machen wir nochmal 2 weitere auf die Seite hier. Wunderbar. Und das schließt auch perfekt hier an der Wand einmal ab. Ihr seht das. Und dann machen wir nochmal 2 weitere Fenster jetzt hier auf der Seite nochmal. So, 2x3 und 1 geht noch. Wunderbar. Wer möchte, kann natürlich jetzt auch gleich sein Glas verbauen. Ob du jetzt Glasscheiben nimmst oder die Blöcke, ist ganz dir überlassen. Aber ich finde, für die Fenster passt es doch ganz gut, wenn wir hier die Scheiben für nehmen. Aber nicht jeder ist ja ein Freund davon, also von daher such es dir aus. Über der Tür wollen wir auch nochmal ein Fenster machen. Da schlagt jetzt einfach hier oben die letzten 2 Blöcke weg. Hier würde ich jetzt nicht keine Glasscheiben nehmen, sondern wirklich mal die Blöcke, weil das werdet ihr sehen, warum wir das noch machen. Aber mit den Fenstern sind wir erstmal durch, kommen wir einmal zum Dach. Dabei nehmen wir jetzt unsere niederziege Stufen. Wir fangen an der Seite einmal an, setzen sie einfach mal hier auf unser Mauerwerk rauf. Auf der Vorder- und Rückseite könnt ihr es aber einmal überstehen lassen. So, das ziehe ich mir einfach mal auch nochmal zur anderen Seite. So, wie gesagt, an den Seiten komplett einmal aufs Mauerwerk, aber Rückseite überstehen lassen. Auf der Rückseite machen wir das auch mal ein bisschen dicker, und zwar setzen wir darunter einfach noch eine weitere Stufenreihe. Sieht dann aus wie ein Block, aber wir wissen ja, sind einfach 2 Stufen. Und was wir auf der Rückseite machen, machen wir auch auf der Vorderseite, aber nicht komplett. Denn hier ist das Dach so ein bisschen, sag ich mal, dass es, vorne ein bisschen weiter übersteht und dann hier zur Seite wieder enger wird. Das lassen wir einfach mal so aussehen, weil wir ja hier noch das Fenster haben, dass wir das hier auf der Vorderseite etwas dicker machen. Oh, aber nicht komplett, sondern nur so weit, wie wir jetzt hier die Fenster haben. Den Rest lassen wir ein bisschen höher, weil wir hier noch später uns ein Schild basteln wollen. Das sieht ein bisschen besser aus, wenn wir hier oben noch ein bisschen mehr Platz haben. Dann passt das so ein bisschen, wie sie das halt so gezeigt haben, den Kiosk. Aber wir können schon mal das Dach oben zumachen. Das heißt, jetzt nehmen wir unsere Andesitstufen und dann befüllst du jetzt hier erstmal oben die ganze Fläche damit. Wenn wir dann das Dach hier einmal ausgefüllt haben, wollen wir weitermachen, uns jetzt hier, sage ich mal, einen kleinen Schornstein zu basteln. Wir nehmen unsere Eisenblöcke zur Hand und zwar gucke ich jetzt einfach mal Pi mal Daumen so ein bisschen. Ich würde hinten so 3 Andesitstufen lassen und zur Seite, das nehmen wir hier am besten, gucke ich mal kurz, da würde ich mal sagen, nehmen wir einfach mal 7 Blöcke. 7 Blöcke hier, jetzt sage ich mal zur Seite Abstand und 3 dann hier einfach zur Rückseite. Und dann setzen wir jetzt hier einfach mal 3 Eisenblöcke hin, Mauer rauf und eine Stufe oben rauf. Und fertig ist der Schornstein. Auf der Vorderseite machen wir nochmal 2 Fahnenmasten hin. Und zwar würde ich mir gerne einen jetzt hier hin basteln. So setze ich jetzt einfach mal meine Mauer hin und 3 mal Eisengitter rauf. So. Aber wir haben ja insgesamt 2 Fahnenmasten. Das heißt, wir machen noch einen zweiten. Und da gucken wir eigentlich, da müssen wir jetzt nicht 10, einfach jetzt hier beim letzten Fenster. Und zwar hier, zack, setze ich mal meine Mauer hin. Und 3 mal hier einfach das Eisengitter. Um weiterzubauen, brauchen wir wieder ein paar neue Blöcke. Hol dir jetzt einfach mal ein bisschen Wolle raus. Einmal rote wie weiße Wolle. Dann holen wir uns noch einen Skelettkopf einmal raus. Einen Lederziegelblock holen wir uns mal. Denn die Kamisinschäder brauchen wir. Die finde ich halt ganz passend jetzt hier zum Block. Dann holen wir uns davon nochmal die Tür raus und die Treppen einmal bitte. Und noch ein paar Eisentüren wie einen Steinknopf. Wenden wir erstmal die Fahnen, die wir angefangen haben, setzt erstmal ganz einfach hier oben einen Schädel drauf. So, als Spitze für unseren Fahnenmast. Dann wollen wir natürlich jetzt die Flagge einmal machen hier. Und dann nehmen wir jetzt einfach mal ein bisschen rote Wolle. So. Und dann machen wir einfach mal jetzt hier so eine, ja einfach mal 3 mal Wolle, so einfach mal ein bisschen runter. Und jetzt machen wir uns hier einfach so eine Fahne basteln. So, ich lasse sie so ein bisschen auch zur Seite stehen und setze jetzt hier einfach nur meine weißen Wolleblöcke hin. Und dann wäre die Fahne auch schon fertig. Ne, eigentlich ganz einfach. Ich mache mir jetzt immer erst die rote Wolle mir einmal. So, wunderbar. Und dann setze ich mir einfach noch ein bisschen weiße Wolle dazwischen. Und dann habe ich die Flagge hier auch fertig. So, die Flaggen haben wir. Kommen wir jetzt einmal noch zum Schild, was wir uns hier machen wollen. Und zwar hier haben wir ja natürlich ein bisschen eine größere Tafel und dahinter auch die Doppelwand. Oh, ich darf natürlich meine Doppelwand nicht kaputt machen. So. Ich setze da jetzt einfach meine Lederziegelblöcke einmal rein und wer möchte, kann ja jetzt gerne auch die Schrift einmal mit draufsetzen. Dann nehmt ihr einfach eure Kamisinschäder und was ihr euch darauf schreiben sollt, das zeige ich euch gleich. So könnt ihr einfach euch die Schäder schon mal raufsetzen. Jetzt bin ich einmal kurz zu meinem Original, was auch eingerichtet ist, mal hingeflogen. Und zwar, wenn ihr euch das beschriften wollt, könnt ihr hier einmal oben Cafeteria raufschreiben. Ich habe da so immer ein bisschen mehr Platz gelassen, zu jedem Buchstaben so 1 oder 2 Leertasten und habe mir das einfach auf 2 Schäder ein bisschen verteilt. Kann man machen, wenn man möchte. Man kann es auch komplett nur auf ein Schild schreiben, wenn man möchte. Ne? Das kann jeder machen, wie er will. So, also jedenfalls steht da Cafeteria drauf. Und dann gibt es auch noch ein zweites Wort. Das habe ich dann auf einem extra Schilder hier nochmal gebastelt. Hier dieses Kleintje, ne? Wie natürlich hier der Kioskbesitzer heißt mit dem Nachnamen. Aber ihr könnt auch gerne eure eigene Schrift hinmachen, wenn ihr ihn umbenennen wollt. Andernfalls könnt ihr das hier übernehmen. Aber wie ihr euch das raufschreibt, ist ganz euch überlassen. Ne? Man kann es auch ändern, wenn man möchte. So, kommen wir einmal zur Vordertür. Ganz einfach, wir setzen unsere Kamisintreppen hier einmal umgedreht rein. Dann kommen die Türen natürlich passend hier einmal vorne hin. Dann können wir gleich einmal reingehen. Und dann wollen wir hier auf der Rückseite auch nochmal, zack, eine Treppe einfach umgedreht hinsetzen. Eine Eisentür, ne, das ist dann unsere Hintertür, die wir hier haben. Knopf hin, dass wir auch rein und rauskommen, wer möchte. Und dann schauen wir nochmal innen drin, aber innen drin sind wir erstmal soweit mit diesen Blöcken hier fertig. Da brauchen wir wieder neue Blöcke. So, alles passend schon mal zur Hand. Was brauchen wir denn? Also, wir holt euch einfach mal ein paar glatte Quarzstufen raus. Die nehmen wir jetzt einmal für unsere Decke, um das hier alles schön zu machen. Dann holen wir uns glatte Steinblöcke einmal raus. Dann holen wir uns Glasscheiben raus. Die Farbe ganz dir überlassen. Ich nehme jetzt einfach mal die normalen. Dann ein bisschen grauer Teppich ist dabei. Wieder glatte Steinstufen, wer möchte. Bruchsteintreppen holen wir uns raus, Eisenblöcke, eine Eisentür ist wieder dabei und Quarztreppen. Tja, wir sind gerade vorne, da würde ich sagen, machen wir jetzt erstmal hier den Tresenbereich fertig. Und zwar nehme ich jetzt meine glatte Steinblöcke, setze mir die jetzt hier vorne einmal hin. Gleich darauf setze ich mir einfach meine Glasscheiben und ein bisschen Teppich darf nicht fehlen. So, Wenn ich das habe, würde ich mal sagen, setze ich mir jetzt hier einfach mal beim Tresen noch einfach mal ein paar Stufen davon hin. Und wer möchte, kann gerne ja, sich eine Kasse, sage ich mal, mit einer Treppe darstellen. Ne? Das finde ich immer ganz schick. Eisenblöcke nehme ich jetzt einfach mal schon, um euch das vorzumarkieren. Hier könnt ihr eure ganzen Fritteusen und sowas hinbasteln, wenn ihr wollt. Was man da machen kann, dekomäßig gucken wir uns gleich noch an. Aber erstmal so vorgemarkert, hier kommen denn unsere ganzen ja, Fritteusen hin und sowas. So, schauen wir mal. Decke machen wir noch nicht. Wir gehen erstmal hier hinten hin. Hier ist, sage ich mal, auch so ein kleiner Abstellraum. Und hier haben wir natürlich unsere Gefrierkammer. Hier kann man gerne Eisenfalltür nehmen und eine Quarztreppe dafür. Jetzt habe ich natürlich keine Knöpfe zur Hand. Oh, da wollen wir natürlich auch reinkommen in unsere Gefrierkammer. Ne, und auch wieder raus. Wunderbar. So, als nächstes wollen wir natürlich die Decke einmal verkleiden. Ganz einfach, nimm deine Stufen und setz die hier einfach mal oben überall lang. Meine Decke ist jetzt drin, fehlt natürlich jetzt nur eine Sache für den Laden, den müssen wir natürlich noch einrichten. Und wie das aussieht, zeige ich dir. Und das ist gar nicht mal zu kompliziert, da braucht man nicht allzu viele Blöcke, um den hier optisch noch innen drin zu gestalten. Und dann würde ich sagen, gehen wir auch gleich einmal rüber. So, bevor wir natürlich uns einmal innen drin noch den Laden anschauen wollen, fliegen wir noch draußen einmal ringsrum und gucken mal, wie man sich ein bisschen gestalten kann. Auf der Seite von unserem Hinterausgang, ja, im Film sah man eigentlich, dass hier nur die Mülltonnen sind. Da kann man sich noch so eine kleine Umzäunung machen. Hier habe ich mal einfach mal Mauern genommen, als statt wirklich Zaun. Finde ich ganz tüffig hier so ein bisschen im Wechsel hier mit diesen verschiedenen Mauerstücken. Naja, auf der Rückseite kann man sich natürlich auch noch ein bisschen was machen. Und zwar ganz einfach, setzen wir da ein paar Nadelbäume hin. Im Film sah man auch, dass da hinten Nadelbäume waren. Ich glaube, die waren sogar noch ein bisschen größer. Hier habe ich jetzt ein bisschen einfach die Standard-Nadelbäume von Minecraft genommen. Also gar nicht mal allzu kompliziert. Können wir auch gut vertuschen, dass wir hinten natürlich jetzt kein Fenster uns gemacht haben. Ist immer ein bisschen doof in Minecraft, wenn man so kahle Wände hat. Mag ich immer nicht. Da muss irgendwie immer was hin. Und daher Nadelbäume wie im Film. Das ist dann eigentlich auch sehr genau, wie wir es uns jetzt bauen. Wir haben natürlich eine kahle Wand, aber auch im Film war die kahl, von daher macht das jetzt nicht allzu viel. Wenn ihr euch daneben noch eine Straße macht, dann fällt das eigentlich gar nicht so auf, wenn man sich noch hier weitere Häuser überall hinsetzt, ne, dann geht das ein bisschen unter. So, Vorderseite ist ja ganz tüffig, so, dann gehen wir natürlich hier einmal rein und gucken uns innen drin noch einmal an. Ja, ihr seht, mit einfachen Mitteln kannst du das hier eigentlich super gestalten, ne? Wir haben jetzt, sage ich mal, hier natürlich vorne den schönen Tresenbereich. Hier haben wir überall Sitzflächen. Da nimmt er einfach Eisenfalltüren, macht da ein paar Stühle ganz simpel überall hin. Im Film hat man gesehen und auch in so kleinen Episoden, was sie ja gedreht haben, dass hier eigentlich noch so ein Spielautomat war. In Minecraft ist natürlich so ein Spielautomat immer ein bisschen knifflig darzustellen. Da müsst ihr, ja, schön wäre, wenn er sowas auch funktionieren würde, aber naja. Hier habe ich jetzt einfach mal gemacht, so eine kleine Kaffeemaschine. Die reicht eigentlich auch völlig. Kannst ein paar Gemälde hinmachen, ne, von so ein paar Speisen oder so, ne, die, sag ich mal, hier sind. Dann haben wir natürlich hier den Tresenbereich, kann man gucken, was denn hier so gibt. Natürlich Kassenbereich, zack, dann gehen wir einmal hinten rein. Und hier könnt ihr euch eigentlich auch ganz einfach gestalten. Ich hatte ja gesagt, hier könnt ihr euch ja eure Fritteusen alles hinbasteln, wie ihr wollt. Fritteusen immer ganz super darzustellen, indem ihr den Kessel natürlich mit am besten einen Zaubertrank, der ein bisschen orangefarbig ist, befüllt. Nehmt dann einfach hier diese Mob-Spawner, ne, und dann setzt ihr ein bisschen Zaun ran und habt ihr diese perfekten Fritteusen für Pommes und alles mögliche. Dann kann man sich natürlich noch ein paar Öfen hier ein bisschen basteln. Kannst ja auch ausdenken, wie die aussehen sollen. Natürlich hing auch, sag ich mal, hier hinten noch so eine größere Speisekarte dran. Ich habe jetzt mir hier nicht wirklich großartig was raufgeschrieben mit Schildern oder so. Ich habe jetzt einfach nur blauen Beton genommen. Mir das einfach so dargestellt, wie im Film, dass jetzt hier die Menükarte ist. Man kann natürlich auch Gegenstandsrahmen ranbasteln und sich da speisen. Aber ich fand die ein bisschen übertrieben. Dachte ich mir, lasse ich einfach mal so als Andeutung, ne, dass es hier diese Menükarte nochmal ist. Ganz praktisch sind natürlich auch die Lagerfeuer, dass man sich ja, halt Essen nochmal drauf platzieren kann. Das ist eigentlich gar nicht mal so eine schlechte Idee hier. Man kann sich natürlich auch noch ein paar Köpfe nehmen, so umgedreht. Dann sieht das auch so aus, als ob hier vielleicht irgendwas noch hier als Speisen angeboten werden, die wir in Minecraft natürlich nicht so haben. Wäre natürlich schön, wenn in Minecraft noch mehr Sachen möglich wären, wie der Kuchen, um sich sowas zu platzieren. Wer weiß, vielleicht in Zukunft gibt es da noch ein bisschen was, aber wir können eigentlich gut arbeiten hier mit dem Lagerfeuer. So. Gehen wir einmal nach hinten und gucken uns da noch ein bisschen um, weil wir hier haben, also hier haben wir natürlich so Abstellbereich, ne, macht ein Regal hin, Kisten hin, was auch immer. Eigentlich ganz simpel, was man sich hier so ein bisschen machen kann. Wir haben natürlich auch das Kühllager hier hinten, ne, unsere Gefrierkammer. Kann man sich natürlich auch noch hier ein bisschen was, sag ich mal, verstauen, wenn man möchte. Und nicht allzu kompliziert, Regale rein, Fässer rein, fertig. Gar nicht so kompliziert, sich das hier doch ein bisschen zu gestalten. Und das sieht immer schicker aus, als wenn man sich natürlich innen drin kahl lässt. Von daher, macht dir ruhig ein bisschen die Mühe und dekorierst dir. Ich weiß nicht ganz genau, mehr Cafeteria oder Kiosk. Im Film haben sie beides genannt, vielleicht ist es ja auch beides. Naja, jedenfalls dieses Lädchen kannst du dir überall in der Stadt gerne platzieren. Natürlich Top-Empfehlung New Kids, falls du die Filmchen nicht kennen solltest, definitiv anschauen. Und wenn du sie kennen solltest, ist es bestimmt schon ein paar Jährchen her, dass du die gesehen hast. Auch definitiv nochmal anschauen, du lachst dich einfach nur noch weg. Komisch, dass es heute keiner so macht. Ein bisschen Fukuhila wachsen lassen. Ich glaube, mein Skin würde das auch ganz gut stehen. Jedenfalls war es das wieder für heute. Wenn du immer auf dem laufenden Stand bleiben willst und nichts mehr verpassen willst, abonniere diesen Kanal. Schau auch gerne auch bei uns in die Infobox. Da gibt es noch ein paar tolle Videos. Habe ich dir ein bisschen was zusammengestellt, wenn du noch ein bisschen gucken willst. Andererseits war es das wieder für heute. Ich bedanke mich fürs Zusehen. Wünsche dir noch einen schönen Tag. Bleib gesund. Haut rein und ciao.